für diese beiden Mannschaften. Wir gehen in Richtung K.O.-Runde bei dieser WM 2018. Oh ja, Wolf, es wird spannend. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel. Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo und wir freuen uns auf diese Partie, in der natürlich beide auftrumpfen wollen, fast schon müssen. Unser heutiges Spiel heißt Dänemark gegen Frankreich. Eines der schönsten Stadien dieser WM, dieses Luzhniki-Stadion. Nicht ganz genauso, Wolf. Eine tolle Arena, von der Architektur vor allem besonders beeindruckend. Das macht Spaß hier zu sein. Hier ist die Aufstellung der Dänen. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Thank you. Enjoy the game. Der Blick auf die Aufstellung von Frankreich. Wir sehen sie heute in einem 4-4-2, Buschi. Was sagst du dazu? Also wir haben da wirklich zwei Viererketten in Abwehr und Mittelfeld. Die werden versuchen, das Spiel eng zu machen. Und vorne sollen es dann die beiden Offensiven richten. Einer, so vermute ich, eher als hängende Spitze. So, jetzt geht's hier endlich los. Und es wird sich zeigen, wer hier die besseren Ideen hat. Jetzt die Dänen. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Flanke kommt kurz. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Dembélé. Schönes Pressing jetzt. Da gewinnt er den Zweikampf. Ball soll zu Griezmann. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Lema. Mondi. Griezmann. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Conte. Dembélé. CDB. Den Zweikampf verliert er. Und da ist der Ball wieder weg. Da geht er dazwischen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Macht er ihn. Loris kann da den Gegentreffer verhindern. Ganz ohne Schwierigkeiten. Keine gefährliche Aktion. Letztes Gruppenspiel, Buschi, immer eine schwere Aufgabe. Ja, Wolf, sind selten die offensivsten Spiele. Viele halten sich ein bisschen zurück, da wird auch die Taktik natürlich immer wichtiger. Man merkt, so langsam wird es intensiv. Eriksen, den muss er machen. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug.
Den Ball holt er sich. Yusuf Paulsen. Das gibt Einwurf. Braithwaite. Buschi, wichtiges Spiel heute für die Gastgeber. Heute können sie den Einzug in die K.O.-Runde schaffen. Ja, sie sind heute auch von anderen Teams abhängig, aber das ist egal. Das Wichtigste für sie ist der Sieg. Kante, das sieht gefährlich aus. Wird das eine Torchance? Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Zwei Treffer zuletzt für ihn, entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Die kurze Variante. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. So. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu benachteiligen heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gefährlich, weil der Ball nach Aufsetzern vor allem unheimlich schnell wird. Riesenchance Mbappé. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. So, jetzt die Franzosen am Ball. Gefährlich! Da passt er auf, Ball geklärt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Das pfeift er ab, Handspiel. Da können Sie erstmal klären. Frankreich mit dem Einwurf. Und Koscielny. CDB. Und Griezmann. Yusuf Paulsen. Die Dänen machen Druck. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Der Ball geht weit daneben. Also, das hätte er sich besser gespart. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Hätte er abspielen müssen. Matuidi. Da verlieren sie den Ball. Matuidi wieder mit der Balleroberung. Ganz starke Aktion. Fängt diesen Ball ab. Jetzt die Dänen. Gut verteidigt hier. Dembélé. Die Franzosen über außen. Klasse Pass.
Den Ball hat er. Und jetzt Einwurf für Frankreich. CDB. Er bekommt Hilfe. Matuidi. Fairer Einsatz hier. Kylian Mbappé Lotin. Schön dazwischen gegangen. Und nun Matuidi. Braithwaite. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Können Sie was draus machen? Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Klasse Aktion, Ball ist weg. Es gibt Abstoß. Die Franzosen über außen. Ball soll zu Griezmann. Die Flanke bleibt hängen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Mondi. Mbappé. Defensiv machen sie es gut. Schönes Pressing jetzt. Und jetzt Matuidi. Matuidi mit dem Ball jetzt. Und da ist der Ball wieder weg. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gut, da erstmal geklärt. Und Matuidi. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Jensen. Da wird er gestört. Wird's jetzt gefährlich. Nun Griezmann. Sauber vom Ball getrennt hier. Das frühe Pressing hier. Das gibt Freistoß. CDB und Koscielny. Herr Griezmann. Dembélé. Ballverlust. Nee. Der Schuss war nix. Viel zu groß die Distanz und dann natürlich auch nicht präzise genug. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Lehmer.
Da holt er den Ball zurück. Jetzt vielleicht. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Jetzt hat er den Ball. Matuidi fängt diesen Ball ab. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jensen. Nun Matuidi. Gut gespielt. Ball geht nach außen. CDB. Kylian Mbappé-Lotin. Da ist die Flanke. Vielleicht die Möglichkeit jetzt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Da sind Mitspieler frei. Lehmer. Riesenchance Mbappé. Die Möglichkeit. Ball draußen, Einwurf Frankreich. Conte. Jetzt Matuidi am Ball. Jetzt können sie den Angriff starten. Griezmann, macht er den rein. Sie haben immer noch den Ball. Und er schießt. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Kier. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Lehmer. Conte. Yusuf Paulsen. Nun Eriksen. Gut den Körper eingesetzt. Ganz souverän hier vom Torhüter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Dembélé. Schöne Flanke jetzt. Die Defensive steht. Hand und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Mbappé. Umtiti. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und Eckstoß für die Franzosen. Mbappé! Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten sie mehr draus machen können. Und nun Eriksen. Yusuf Paulsen. Das könnte gefährlich werden. Das wird Abstoß geben.
Einwurf für die Franzosen. Dembélé ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ball im Aus, das gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Mit der Faust kann er hier retten. So, was machen Sie draus? Dembélé! Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Abgefangen, gut gemacht. CDB. Tolles Zuspiel. Achtung jetzt. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Und Eriksen. Yusuf Paulsen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Lehmer. Den Ball holt er sich. Lehmer. Jetzt gibt's Abstoß. Bei Antoine Griezmann läuft heute nicht wirklich viel zusammen. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Die Dänen machen Druck. Klasse Technik. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Griezmann jetzt. So, jetzt Antoine. Das ist jetzt seine Chance. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Ecke für die Equipe Tricolore. Ecke kommt rein. Der Ball wurde weggefaustet. Gutes Tackling. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt ist er durch. Er versucht's. Er geht also. Vielleicht die Chance auf den Treffer. Super Aktion von Hugo Lloris. Situation geklärt. Kein guter Abschluss hier. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Mbappé. Lehmer. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Mondi. Lehmer. Griezmann. Dembélé.
Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Fairer Einsatz hier. Und jetzt Einwurf für Frankreich. Laurent Koscielny jetzt. CDB. Jetzt Matuidi. Conte. Ja, Lloris muss sich nicht mal bewegen bei diesem Schuss. CDB. Matuidi. Mbappé. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Schöne Flanke. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Es wird einiges nachgespielt hier. 5 Minuten sind angezeigt. Wird das eine Torchance? Gute Aktion jetzt. Flanke jetzt. Da passt er auf und kann klären. Ecke für die Dänen. Elke Eriksen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sie müssen aufpassen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und er schießt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Nun Eriksen. Conte. Das macht er gut. Flanke jetzt. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da steht die Abwehr sicher. Matuidi. Dembélé. Da müssen sie aufpassen jetzt. Dembélé. Die Franzosen über außen. Flanke bleibt hängen. Und da verlieren sie den Ball. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Dembélé. Mbappé. Da trennt er ihn vom Ball. Zur Pause ist hier in diesem dritten WM-Gruppenspiel noch alles offen. Noch hat hier keiner die Nase vorn, aber ich glaube, da liegt was in der Luft hier in Russland. Beide wollen mehr. Ich glaube, es bleibt nicht mehr lange bei diesem Spielstand.
So, Pause ist vorbei. Wir machen weiter bei diesem WM-Spiel. Ich glaube, das wird weiter interessant bleiben. Bislang aus meiner Sicht eine tolle Partie. Jetzt die Franzosen. Da ist er plötzlich völlig blank. Aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor. Das kann er besser. Und da ist der Ball wieder weg. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Die Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Ball draußen, Einwurf Frankreich. Koscielny am Ball. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Frankreich, sehr energisch. Einwurf für die Franzosen. Conte. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt ist Platz für den Konter. Aktion läuft weiter nach Eriksen. Also an der Chancenverwertung müssen sie dringend arbeiten. Und zwar schnell, sonst haben sie in dieser Partie keine Chance. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Fairer Einsatz hier. Er zieht ab. Gehalten von Lloris. Klasse Aktion. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Griezmann. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und er schießt. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Lehmer. Hereingabe. Ball ist weg, aber geht da noch was? Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. CDB. Ballverlust. Abgefangen, gut gemacht. Muss Einwurf geben. Laurent Koscielny jetzt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball.
Flanke kommt zu hoch, das war nix. Eriksen. Abseits von Eriksen. Fängt diesen Ball ab. Mondi. Umtiti. Super dazwischen gegangen. Da kann er ihn stoppen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Er geht vorbei am Verteidiger. Macht er ihn. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Eriksen jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Muss jetzt weite Wege gehen. Er wird im Moment zu selten mit eingebunden. Mondi. Weg. Und jetzt die Chance. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Da ist er da, da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Loris kann da den Gegentreffer verhindern, ganz ohne Schwierigkeiten. Keine gefährliche Aktion. Immer noch die Franzosen, Vorteil. Jetzt geht's, jetzt ist er durch. Immer noch gefährlich. Lemar! Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, das ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Und jetzt... Auswechslung bei Frankreich. Christensen.
guter Einsatz. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Lehmer. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kommt Griezmann, so kennen wir ihn. Kanté, das sieht gefährlich aus. Er kann ihn reinbringen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Griezmann am Ball. Christensen. Das pfeift er ab, Handspiel. Mondi. Und jetzt Griezmann. Die Dänen holen sich den Ball. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ballverlust. Wird das seine Torchance? So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Mbappé. Conte, Mondi, ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Distanz zum Tor war natürlich zu groß, der Torwart hat überhaupt keine Probleme mit diesem Schuss. Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Eriksen. Jetzt wird's gefährlich. Eriksen! Gehalten, ganz stark. Hier haben wir nach wie vor kein Tor gesehen. Beide verteidigen allerdings auch hochkonzentriert. Ecke Eriksen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Fängt diesen Ball ab. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Noch ist die Chance da. CDB. Ein guter Doppelpass. Gutes Tackling. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Griezmann jetzt ganz energisch.
Gut verteidigt. Und jetzt Kier. Mondi. Lehmann. Die Franzosen über außen. Das sieht vielversprechend aus. Antoine Griezmann. Hier sehen wir noch mal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Mbappé. Jetzt sind sie am Ball. Wird's jetzt gefährlich? Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Eriksen jetzt am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Ja, passt auf. Jetzt Griezmann. Lehmann. Weg ist der Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Und die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Diesen Einwurf haben sie sich wirklich verdient. Da haben sie die Räume super zugestellt. Lehmann. Die Dänen machen Druck. Er war noch dran, gibt Ecke. Eriksen jetzt. Pogba. Mbappé. Die Dänen holen sich den Ball. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Pogba am Ball. Jetzt die Dänen. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Er pfeift ab, da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein, aber Freistoß ist korrekt. Lehmann. Die Franzosen über außen. So langsam wird es gefährlich. Griezmann. Da holt er den Ball zurück. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird es brenzlig. Mondi. Conte. Ja, weiter die Franzosen. Vorteil. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. CDB geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da müssen sie aufpassen jetzt.
Gut geklärt, aber Einwurf. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Sie werden jetzt wechseln. Und das macht Sinn, er nimmt den bereits verwahrten Spieler vom Platz. Yusuf Paulsen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Der Ball geht an die Hand, abgepfiffen. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Christensen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da trennt er ihn vom Ball. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse. Und mit der Parade hält er weiter die Null. Braithwaite. Freistoß gegen Frankreich hier nach dem Foul. Es gibt hier Gelb gegen Frankreich. Richtig entschieden? Ja. Ja, ja. Die Verwarnung ist vertretbar. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Ja, setzt gut den Körper ein. Giroud am Ball. Einwurf für die Franzosen. Umtiti. Lehmann. Jetzt vielleicht mal über Antoine Griezmann. Conte. Eriksen. Eriksen. Lehmann. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Die Dänen machen Druck. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Tja, das war keine gute Flanke. Oh, da droht der Ballverlust. Kurz vor Schluss gibt's noch einen Freistoß. Gelbe Karte für die Dänen. Ungeschickte Aktion und er ist ein wichtiger Spieler.
muss sich jetzt zurückhalten. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Die Dänen holen sich den Ball. Lehmer. Pogba jetzt. Und das ist der Ballverlust. Wird das seine Torchance? Da verwehrt er ihm im letzten Moment doch noch mit einem beherzten Eingreifen die Chance zum Siegtreffer. Und die Kollegen bedanken sich völlig zu Recht. Herr Griezmann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Pogba mit dem... Das ist gefährlich. Olivier Giroud. Spielerwechsel bei der Equipe Tricolore. Anton Griezmann. Coming onto the pitch. Number 24, Alexandre Lacazette. Mondi. Wird's jetzt gefährlich? Ganz souverän hier vom Torhüter. Gut verteidigt hier. Yusuf Paulsen. Pogba. Verteidigt da den Ballbesitz. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Und jetzt haben sie den Ball. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. 5 Minuten gibt's obendrauf. CDB. Mondi. Das könnte die Chance werden. Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Den Ball leitet er weiter. Ball jetzt zu Lacazette. Weg ist der Ball. Abgefangen, gut gemacht. Ja, Schmeichel in Bedrängnis. Gibt's hier die Entscheidung? Nach wie vor. Jetzt der Schuss. Kein Tor. Da sehen wir denn heute überhaupt keinen Treffer mehr? Das gibt's doch gar nicht. Was für eine Chance! Ankersen. Yusuf Paulsen. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Kann es sein? Das ist gut verteidigt. Und die Möglichkeit hat er gut unterbunden. Gutes Stellungsspiel, so kommt er an den Ball. Defensiv machen sie es gut. Und die Möglichkeit. Ist das schon der Siegtreffer? Ja, viel Zeit ist nicht mehr.
Was für eine dramatische Schlussphase. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf, mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Leider kein gutes Wetter heute, aber die Teams haben das Beste draus gemacht. Ja, das kann man wohl sagen. Gutes Spiel bei dem Sauwetter. Klasse. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. But you're